Was sagst du zu den Ereignissen drüben in der Seitenstraße? Darf ich mich da überhaupt äußern oder nicht? Wolltest du anrufen oder? Bitte? Nein, ich nicht. Ich habe ja nicht mal eine Trainerlizenz. Also ich bin da mal raus. Nee, ja, das ist ja immer so. Ich denke, wenn es beim Verein nicht läuft und dann treten auch beim FC Bayern irgendwann die normalen Mechanismen in Kraft. Und was man so mitbekommen hat, hat vielleicht auch innerhalb von der Mannschaft nicht gestimmt. Und ja, dass beim FC Bayern das so schnell passiert, ist auch ungewöhnlich, weil sie relativ lange warten und eigentlich auch nicht in die Situation kommen, so schnell handeln zu müssen. Aber das sieht man auch, dass selbst vor so großen Trainern wie Carlo Ancelotti die Mechanismen da nicht halt machen. Es gab es in den letzten Jahren eigentlich nie, dass die Bayern quasi vor euch da liegen in der Trainerliste, sozusagen in der Trainer-Rauswurfliste. Ja, habe ich ja Glück gehabt. Habe ich ja Glück gehabt. Alles klar. Danke dir. Okay, passt.